Verlassination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. Kapitel 11. Wünsdorf, die verlassene russische Kleinstadt. Wir fahren durch den Haupteingang bis hin zu einem kleinen Parkplatz unweit der großen Lenin-Statue. Von dort aus geht es in eines der größten Gebäude, die wir auf unserer Tour erkunden werden. Nach der Eingangshalle erwarten uns scheinbar endlos lange Gänge. Das Tageslicht fällt von den Seiten durch die Fenster und die geöffneten Türen. Es entsteht ein wahnsinnig tolles Lichtspiel. Eine Tür am Ende des Ganges führt uns zu einer Art Arrestzelle. Hinter einer normalen Holztür ist eine Gittertür installiert. Die Zelle ist ungefähr 3x3 Meter groß. Die Fenster sind auch durch Gitterstäbe gesichert. In den umliegenden Räumen finden sich sanitäre Anlagen und irgendwelche Unterkünfte. Sie müssen für höher dekorierte Soldaten gewesen sein, da sie relativ groß gestaltet sind. Die normalen Mannschaftsunterkünfte sind in der Regel wesentlich kleiner. Es ist faszinierend zu sehen und sich vorzustellen, wie sich hier früher das Soldatenleben abgespielt haben muss. Ein paar Gänge weiter finden wir riesige Wandgemälde und alte Wandkarten. Teilweise ist die Farbe bereits vom Putz abgeplatzt und es riecht sehr modrig. Wir blicken um die Ecke und sehen, woher dieser Geruch stammt. Ein Gang ist komplett mit schwarzem und grünem Schimmel überzogen. Von der Decke tropft es. Das nächste Highlight unserer Tour ist das ehemalige Kino. Das Gebäude ist schon direkt nach dem Betreten wahnsinnig imposant. Die Empfangshalle ist atemberaubend. Von allen Seiten scheint die Sonne herein. Hier wurden bestimmt einmal große Empfänge ausgerichtet. An der Garderobe vorbei befinden sich noch weitere, riesige Hallen. Würde man hier einmal feucht durchwischen, könnte man hier wieder Feste feiern. Alles scheint, als wäre es noch nicht sonderlich lange verlassen. Und genau so sollten alle Lost Places aussehen. Neben den großen Sälen findet sich auch noch ein Vorführungsraum in diesem Gebäude. Die Stühle sind mit rotem Samt überzogen und scheinen auf die nächsten Besucher zu warten. Zwischendurch wage ich, trotz des Windes, einen Rundflug mit der Drohne. Von oben sieht Wünsdorf aus wie eine perfekt geplante Miniaturstadt. Als nächstes erkunden wir die Schwimmhalle. Auch hier ist alles in einem sehr guten Zustand. Hier und da sind ein paar Fliesen abgeplatzt. Aber die Einrichtung ist größtenteils erhalten worden. Sogar die Ketten, die die einzelnen Schwimmbahnen markiert haben, hängen noch in dem leeren Becken. Die Geschichte von Wünsdorf. Die im Wald versteckte Militärstadt Wünsdorf war streng bewachtes Sperrgebiet in Brandenburg. Eine riesige, verbotene Stadt. Zu Hochzeiten lebten in Wünsdorf bis zu 75.000 sowjetische Männer, Frauen und Kinder. Die alte Turmuhr steht noch immer auf 5:12. Sie befindet sich hoch oben über der Militärstadt bei Zossen. Die Stadt war ein gigantischer sowjetischer Armeestützpunkt der GSSD, ganz in der Nähe der heutigen Wünsdorf-Waldstadt. Im Zentrum dieser gewaltigen Anlage befindet sich das Haus der Offiziere und gleich daneben die Infanterieschule. In den Häusern gibt es viele prächtige Theatersäle, eine Schwimmhalle aus der Kaiserzeit, ein Offizierscasino und die Villa des Oberkommandierenden der russischen Streitkräfte Burlakow. Es ist ein Ort mit preußischer, deutscher sowie auch russischer Geschichte. Wünsdorf war eine sowjetische Stadt in der DDR, abgeschirmt vom Rest des Landes. DDR-Bürger hatten keinen Zutritt zum militärischen Teil. 590 Hektar Kasernenfläche, fast 700 Gebäude aus den vergangenen 120 Jahren. Einige von ihnen wurden saniert, ein Großteil aber verrottet vor sich hin. Im Ersten Weltkrieg waren hier Pioniertruppen stationiert, die in Frankreich kämpften. Im Zweiten Weltkrieg war hier das Oberkommando der Wehrmacht untergebracht. Nach dem Krieg, 1945, ließ sich der sowjetische Marschall Schukow hier nieder.
Über die Jahre entstand die größte Garnison der Roten Armee außerhalb der Sowjetunion. Zeitweilig bis zu 75.000 Männer, Frauen und Kinder lebten auf dem abgeschotteten und streng bewachten Gebiet mit Kinos, Supermärkten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und so weiter. Das Haus der Offiziere ist also nur ein kleiner Teil des ehemals Ganzen. Aus der Sportschule wurde das bedeutendste Kultur- und Vergnügungszentrum der in der DDR stationierten Roten Armee. Außer der Schwimmhalle und einigen kleineren Sporträumen blieb nichts von der einstigen Nutzung erhalten. Die großen Turnhallen wurden zu Konzert- und Kinosälen umgebaut. Und das ehemalige Offiziersspeisehaus und Casino übertrug man den Pioniereinheiten der GSSD als eigenes Kulturzentrum mit Konzertsaal. Aus dem im Hof liegenden Sportplatz wurde eine weitläufige Parkanlage, in die ein bis über die Grenzen der DDR hinaus bekanntes Diorama integriert wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Bewertung. Wusstest du schon? Auf www.pixelgranaten.de findest du viele weitere spannende, verlassene Orte, die entdeckt werden wollen. Sei auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland.